Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin, liebe Stammis. Herzlich willkommen zur Freitagsausgabe von Stammplatz. Ich bin André Albers, sitze im Volkswagen ID. Bus, dem Gefährt, das uns seit so vielen Wochen begleitet. Und endlich konnten wir ihn auch einladen. Tobi Altscheffel. Servus, André. Es freut mich sehr, bei euch im Gefährt sitzen zu dürfen. Zwischen, darf ich das sagen, leeren Flaschen und ein paar Bananen, die hier rumliegen. Aber es ist gemütlich für euch. Es sieht noch schön aus in dem Bus VW. Ne? Müssen wir vielleicht ganz kurz nochmal sagen. Nee, es ist natürlich eine lange Reise für uns. Wir treffen uns hier gerade außerhalb des Stuttgarter Stadions, denn wir waren gerade bei der Pressekonferenz. Und Julian Nagelsmann macht einen sehr optimistischen Eindruck. Sehr optimistisch und ich würde sagen sehr selbstbewusst. Also wir haben jetzt das ganze Turnier über begleiten dürfen. Und so wie heute ist er eigentlich noch nie aufgetreten. Sehr siegessicher, würde ich fast sagen. Also wenn er dann sagt, über Jamal braucht er nicht reden, denn er hat Jamal, dann ist klar, was die Spanier vielleicht können und was sie für Stärken hätten, interessiert ihn nicht. Also analysiere natürlich, aber es geht um die eigenen Stärken und in dem Fall natürlich um Jamal Musiala, der im besten Fall das Spiel entscheiden soll. Ja, ich weiß nicht, was du für einen Eindruck hattest, aber ich habe das Gefühl, der glaubt extrem an seinen Plan, den er hat. An den muss er glauben und den hat er jetzt mehrere Tage ausgearbeitet und er hat ja ein bisschen was schon erzählt. Also natürlich Rodri auf den Füßen stehen und ihm die Passwege zu unterbinden, weil der natürlich der Spielmacher ist, der alles zusammenhält, Bindeglied zwischen Defensive und Offensive. Aber ich fand es auch bemerkenswert, wie er bei Lamine Yamal gemeint hat, klar 16, viele Fähigkeiten, kann links wie rechts, aber dann schon eher mit links als mit rechts. Also da hat er schon mal ein bisschen so, okay, der hat eher nur einen Fuß und der hat natürlich noch nicht die Erfahrung, wenn er einen Spieler gegen sich hat, der auch was probieren will. Also in dem Falle vermutlich David Raum, der ihn auch mal in der Defensive beschäftigen soll. Ja, ich spreche hier immer vom Männerfußball, den die Deutschen zeigen müssen gegen die Spanier. Und ich glaube, das meinte er auch ein bisschen. Männerfußball gegen den Jugendlichen, ja. Also die Erfahrung, die würde ich sagen, spricht für Deutschland. Klar, Toni Kroos, Ilkay Gündogan, der auch mit uns gesprochen hat, in der Zentrale, die beiden, über die muss das Spiel laufen. Und der Heimvorteil, wenn wir sitzen hier direkt am Stadion, der soll dann schon auch spürbar sein morgen. Wir kommen zu unserer Rubrik, dieses eine Gefühl, wenn. Und diesmal habe ich was Besonderes gemacht. Ich habe nämlich erzählt dem Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz, dass wir mit dem Bulli durch Deutschland fahren und habe ihn nach seinem EM-Moment gefragt. Wir hören da jetzt mal rein. EM-Feelings, dieses eine Gefühl, wenn. Hallo Nagelsmann, André Albers vom Stammplatz-Podcast der Bild. Wir fahren seit EM-Start durchs Land im Bus und wir sprechen mit den Fans über ihre besonderen EM-Momente. Es sind viele gute dabei, dank Ihnen, dank der Mannschaft. Und da ist die Frage, was ist denn Ihr bisheriger EM-Moment? Ja, es sind, glaube ich, auch einige dabei. Klar, das Eröffnungsspiel und dann ein relativ frühes, in Anführungszeichen 3-0, ist schon ein guter Moment, weil man dann merkt, okay, jetzt haben wir das Eröffnungsspiel hoffentlich gewonnen und haben den ersten Schritt getan, das ist schon was Besonderes. Aber klar, dann auch gegen Dänemark weiterzukommen, da waren in dem Spiel waren schon einige Momente dabei, die sehr besonders waren und das ist nicht alltäglich für ein Fußballspiel von Unterbrechung über mehrere Videoschiedsrichter-Situationen, wo man lange nicht weiß, wie es ausgeht, ob gut oder schlecht für einen selbst. Ja, da waren einige Momente dabei jetzt. Den einen würde ich jetzt gar nicht nennen wollen. Sehr schlaue Antwort. Sehr gut, ja. EM-Feelings, dieses eine Gefühl, wenn. Ja, wir hoffen alle, dass der EM-Moment noch kommt, der eine. Also erstmal so wie Nagelsmann geschaut hat, ist er, glaube ich, absoluter Stammi und hört immer zu und hat sich dann gedacht, ah, das ist der, der da immer labert. Also das habe ich an seinem Blick genau gesehen. Wir saßen ja beide in der ersten Reihe und du hast gut gekontert und er hofft natürlich auch auf seinen einen Moment dann am 14. Juli in Berlin, so wie wir alle. Lass uns darüber reden, wie wir das heute angehen müssen, wir als deutsche Nationalmannschaft. Ich sage jetzt einfach mal wir, weil wir haben ja das Gefühl einfach hier im Land. Er wollte dem Falki nicht so richtig sagen, ob Wirtz oder Sané. Was glauben wir denn? Beim letzten Mal lag ich ja tatsächlich, glaube ich, mit zwei Personalien daneben bei dem Spiel gegen Dänemark. Ich lege mich trotzdem wieder fest und sage, es wird nochmal Leroy Sané, weil die Spanier sehr viel pressen, die Deutschen sich darauf eingestellt haben, dass sie leiden werden müssen. Ilkay Gündogan hat es ja gesagt, man muss ein bisschen die Real Madrid-Taktik spielen, also auch mal dem Gegner den Ball lassen und dann umschalten. Und für diese Umschaltmomente und die Räume, die es gibt, ist, glaube ich, Sané gemacht. Also selbst Georgien hat immer wieder über die rechte Angriffsseite sehr viel Räume und Möglichkeiten, dahinter die Kette zu kommen. Und vielleicht ist es dann der eine Moment von Leroy Sané. Absolut möglich. Und lange Bälle, die es beim Pressing ja oftmals braucht, sprechen ja eigentlich für Niklas Füllkrug, glauben wir aber irgendwie nicht dran, ne?
Nee, Fülle bleibt draußen, weil Kai Havertz das sehr gut gemacht hat gegen Dänemark. Der kam in der Bewertung fast ein bisschen zu schlecht weg. Also fast eine Note 1, würde ich sagen, wie er da als Anspielstation dient, wie er sich den Ball beim Elfmeter geschnappt hat. Und ich glaube, der hat das verinnerlicht, was Julian Nagelsmann gern sehen möchte, auch gemeinsam mit Musiala, mit Gündogan, das Zusammenspiel. Also der ist gesetzt, da legen wir uns mal fest, oder? Ich denke auch. Lass uns mal bitte noch mal ganz kurz über Leroy Sané sprechen. Es gibt ja fast immer eine Pausenluftklopperei zwischen mir und allen anderen Kollegen, die hier im Stammplatz auftreten. Denn ich verteidige den ja jedes Mal. Ich finde, der hat unglaubliches Potenzial und ich finde auch nicht, dass er defensiv so schlecht ist. Was ist denn dein Eindruck bis jetzt? Ich sehe ihn ja Tag für Tag, Woche für Woche in München und diese Defensivschwäche oder die ihm nachgesagte Defensivschwäche rührt, glaube ich, aus der Vergangenheit. Denn das hat er schon gelernt, wie wichtig das jetzt ist, auch nach hinten zu sprinten. Und er merkt auch in München, dass es Beifall gibt für eine Defensivgrätsche und den Ball zu erarbeiten. Das hat er deutlich verbessert, vielleicht einfach aufgrund seines Styles, aufgrund der Art und Weise, wie er leichtfüßig sich bewegt. Traut man ihm gar nicht zu, dass er nach hinten auch die Wege macht. Aber die macht er inzwischen und vorne hat er diesen einen Schuss in seinem linken Fuß und erinnere dich an das Hinspiel gegen Real Madrid, wo er dann einmal trifft den Ball und das Tor erzielt und ich glaube, genau so einen Moment kann er auch gegen Spanien haben. Leute, auch heute werden wir in der Folge wieder unterstützt von unserem Partner Neobet. Ja, Kuss geht raus an unsere Freunde von Neobet. Danke dafür. Muah. Und da gibt es natürlich immer noch Quotenboosts zu den einzelnen Spielen. Ne? K.O.-Phase ist angebrochen und da gibt es erhöhte Quoten zu jeder einzelnen Partie. Und noch was ganz Besonderes, Kili, nach wie vor. Ja, da auch der wichtige Hinweis an euch, liebe Stammis. Ihr könnt immer noch an der EM-Aktion von Neobet teilnehmen und euch für jedes Tor eurer gewählten Mannschaft Freiwetten sichern. Also von den 8 Viertelfinalisten könnt ihr euch immer noch jeden auswählen und den auch ständig wechseln. Falls ihr noch nicht bei Neobet registriert seid, dann sichert euch jetzt 10 Euro Gratis-Wertguthaben mit dem Code STAMMPLATZ10. Stammplatz als Wort, 10 als Zahl, alles zusammengeschrieben. Bei eurer ersten Einzahlung könnt ihr zwischen zwei Boni wählen. Starterbonus von 200% bis 50 Euro Bonus und der Profibonus von 100% bis 100 Euro Bonus. Alles, was ihr dazu wissen müsst, gibt es natürlich auch bei uns in den Shownotes. Link haben wir euch reingestellt. Neobet ist offiziell lizenziert, also whitelisted. Spielteilnahme ab 18, Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter buwei.de. Ich muss dir ja sagen, ich habe so ein bisschen den Eindruck, die Spanier haben ein bisschen die Büchse voll. Wenn ich dann höre, dass der Petri da rumweint auf der Pressekonferenz und sowas sagt wie, ja, der Rüdiger, der kneift immer, das ist ein unfairer Fußballer. Also ich bitte dich. Ja, ich habe es auch nicht ganz verstanden, wo da das Problem ist. Und ich dachte eigentlich schon, dass die Spanier sehr siegessicher sind. Habe aber dann jetzt auch mit dem Kollegen Nico Linner von Bild, der ja auch spanische Wurzeln hat, gesprochen. Und der hat gesagt, 99% ist er sicher, Deutschland kommt weiter. Also selbst der, ich weiß es nicht, der sieht die Spanier jeden Tag, hat den Eindruck, dass es für Deutschland klappt. Ich hoffe, wir bereuen die Worte jetzt nicht und es geht so aus. Aber ich habe irgendwie seit heute auch ein gutes Gefühl. Okay, wir müssen es jetzt noch tippen. Also ich bin ja sowieso Team Halbfinale schon weit vor der EM gewesen. Ich kann an meiner Meinung jetzt nichts mehr ändern. Wir kommen ins Halbfinale, wie auch immer. Wahrscheinlich wird es ein langer Abend. Ich glaube, Julian Nagelsmann, so hatte ich den Eindruck, hat sich auch auf einen langen Abend eingestellt, ehrlicherweise. Ich sage, wir gewinnen Elfmeterschießen. Ja gut, das wäre jetzt auch mein Tipp gewesen. Also wir haben ja berichtet, dass die Deutschen eigentlich seit Tag 1 Elfmeter trainiert haben in jeder Einheit und sie sind bereit für ein Elfmeterschießen. Natürlich ist es eine Kopfsache, die nicht so trainiert werden kann. Das hat Gündogan nochmal gesagt, ne? Genau, war glaube ich die längste Frage der EM-Geschichte, die er dazu gestellt bekommen hat, aber er hat dann ganz souverän geantwortet. Man kann es nicht richtig trainieren, trotzdem haben wir ein paar sehr souveräne Schützen und ich sag mal so Argentinien 2-6 Feeling, vielleicht 0-1 hinten mit dem Publikum 1-1, dann Elfmeterschießen und dann ist es nicht Lehmann, der die Elfmeter hält, sondern Manuel Neuer und wir kommen übers Elfmeterschießen ins Halbfinale. Ich überlege gerade, wer dann den eingewechselten Tim Borowski macht, aber da wird es jemanden geben, der trifft. Ja, Tim Borowski hat ja vorgelegt auf Miroslav Klose. Wir werden jemanden finden. Wie gesagt, vielleicht wird es ja dann Sané mit dem einen Moment, den er hat. Ich entlasse dich noch nicht. Du bist hier noch nicht raus. Ne? Also wir müssen natürlich, wenn ich dich schon mal hier sitzen habe, auch noch über die Bayern sprechen. Palinha, da wird es jetzt richtig heiß.
Es ist schon richtig heiß geworden. Es war quasi am Donnerstag 11 Uhr hat der Aufsichtsrat das grüne Licht gegeben. Das Geld wird bezahlt. Es sind ein bisschen mehr als die 46 Millionen, die sie sich eigentlich als Schmerzgrenze gesetzt hatten. Ich glaube, es werden so irgendwas zwischen 49,5 und 50 Millionen am Ende werden. Im Vergleich zum Vorjahr immer noch 17 Millionen eingespart. Thomas Tuchel sitzt jetzt irgendwo, ich glaube, auf Ibiza oder wo auch immer und denkt sich, den hätte ich auch mal gern gehabt. Aber jetzt haben die Bayern endlich ihre Holding Six, die sie über ein Jahr lang haben wollten. Naja, das ist ja sowieso merkwürdig bei Tuchel, ne? Hat ja am Anfang so ein bisschen mit De Ligt gefremdelt. Jetzt haben die Bayern gesagt, möglicherweise ist das einer, der gehen könnte. Haben einen neuen Verteidiger mit Ito geholt, sind an Olise dran. Also das sind ja alles Transfers, die Tuchel auch gut zu Gesicht gestanden hätten und die er, glaube ich, auch ganz gerne gehabt hätte. Also man muss dazu sagen, der Fitnesspapst der Bayern, der Dr. Holger Broich, der jetzt gehen musste, der war für Tuchel ein großes Problem. Der muss jetzt gehen. De Ligt hat in der Rückrunde zwar viel gespielt, war aber auch nie Tuchel-Spieler. Der soll jetzt gehen und soll sich mit Manchester United schon mündlich einig sein. Also im Nachhinein passieren vielleicht viele Dinge, die Tuchel auch gerne gehabt hätte, aber die wichtigste Personalie war natürlich für ihn immer oder wäre gewesen die Holding Six. Da haben wir, glaube ich, inzwischen ganze Bücher drüber berichtet. Und dann müssen wir natürlich noch über den Saisonstart sprechen, denn der Spielplan ist rausgekommen. Und liebe Stammis, da würde ich ganz gern von euch mal wissen, was ist denn da so euer Highlight am ersten Spieltag? Unsers ist sehr leicht ausgemacht, ehrlicherweise. Denn es spielt der FC Augsburg gegen Werder Bremen und da gibt es ein ganz entspanntes 0-3 am ersten Spieltag. Das Spiel ist richtig, das Ergebnis ist falsch. Also da wird der FCA trotz der Startschwäche, die Augsburger haben, natürlich gewinnen. Und allen, die es noch nicht gesehen haben, sei empfohlen, die Augsburger haben bei X, bei Twitter, ein Video zum Spielplan veröffentlicht, das so ziemlich das Lustigste ist, was ich seit Wochen dort gesehen habe. Also da mal reinschauen, wer es noch nicht gesehen hat. Da kam Fisch geflogen, habe ich gesehen. Das fand ich fast eine Frechheit. Habe ich mich ein bisschen beleidigt gefühlt. Ansonsten, die Bayern starten gegen... Die Bayern starten in Wolfsburg, ist jetzt von der Spannung her vielleicht noch Steigerungspotenzial im Laufe der Saison, aber ja, starten mal in Wolfsburg und wir schauen dann, ob wir nach Wolfsburg dürfen oder vielleicht doch eher in Augsburg ein Bierchen trinken beim Spiel gegen Bremen. Das ist auf jeden Fall der schönere Ort für uns beide, was das Herz angeht. Eröffnet, da habe ich mich ein bisschen gewundert, Tobi, wird die Saison von Gladbach gegen Leverkusen, deutscher Meister ist klar, aber auswärts? Ich glaube, es war in den letzten Jahren ein bisschen häufiger. Ich erinnere mich an die letzte Saison, da waren wir in Bremen am ersten Spieltag mit den Bayern und im Jahr davor waren wir in Frankfurt mit den Bayern. Durch dieses Heimrecht zum Auftakt für den deutschen Meister gibt es, glaube ich, schon ein paar Jahre nicht mehr. Und ja, Gladbach gegen Leverkusen, Derby, ich finde es okay. Ich finde es jetzt nicht das aller spannendste Spiel auf der Welt, aber trotzdem hat es natürlich seinen Reiz. Genau, also haut da mal raus, worauf ihr euch besonders freut. Spielplan könnt ihr euch anschauen, ist komplett raus, auch für die zweite Liga übrigens. Da gibt es einen Kracher direkt am ersten Spieltag. Der HSV spielt gegen Köln, da gibt es die Baumgart-Rückkehr. Das finde ich auch eigentlich den spannendsten Auftakt, aber die zweite Liga geht ja auch ein bisschen früher los. Also man kann sich alles anschauen und ja, auch in der zweiten Liga sehr spannende Paarungen und Duelle. Und wir freuen uns natürlich, dass wir in der ersten Liga auch mal wieder nach Hamburg zum FC St. Pauli dürfen. So, und vor allem freuen wir uns auf das Spiel heute. Leute, heute gilt's, Deutschland gegen Spanien. Es muss ins Halbfinale gehen, denn dann ist zumindest meine kleine erste Mission auf jeden Fall erfüllt. Wir drücken alle zusammen die Daumen und morgen sprechen wir drüber. Daily Tobi meldet sich natürlich aus dem Stadion. Ich bin auch im Stadion, ne? Da nochmal Grüße an Volkswagen. Freue ich mich sehr und wir machen für heute Deckel drauf. Wir hören uns morgen und wir reisen hoffentlich noch ein bisschen länger gemeinsam durch die Region. Der Daily Tobi muss weiterleben. Bis dann. Ciao, ciao, Freunde. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.